Kurz informiert bei Heise Online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. OpenAI und Microsoft stehen unter Beschuss. 8 US-Verlage, darunter Daily News und Chicago Tribune Company, haben Klage eingereicht. Sie werfen den Tech-Giganten vor, urheberrechtlich geschützte Artikel für das Training ihrer KI-Modelle zu nutzen, ohne Erlaubnis oder Bezahlung. Sollten die Gerichte den Klägern Recht geben, könnte das schwerwiegende Folgen für OpenAI haben. Die betroffenen Artikel müssten aus den KI-Modellen entfernt werden, was technisch kaum möglich ist. Zudem könnten die KI-Dienste keinen Zugriff mehr auf neue Inhalte haben. Dies würde den Einsatzbereich eines Chatbots erheblich einschränken. Trotz angespannter Wirtschaftslage zieht der IT-Jobmarkt wieder an. Laut dem Fachkräfteindex des Personaldienstleisters Hays stieg die Anzahl der ausgeschriebenen IT-Stellen im ersten Quartal auf 116.000. Besonders gefragt sind Sicherheitsexperten. Hier verzeichnete Hays einen Anstieg von 115% im Vergleich zum Referenzwert von 2015. Der Grund für den Zuwachs sind EU-Gesetze wie die Cybersicherheitsrichtlinie NIS 2 und die Security-Vorschriften für die Finanzbranche, kurz DORA. Das US-Militär hat erste Tests mit einer riesigen Unterwasserdrohne in Form eines Stachelrochens durchgeführt. Die Drohne, genannt Manta Ray, soll in der Lage sein, lange Zeiträume in Ozeanen zu schwimmen, ohne nachzutanken. Seine Energie soll Manta Ray aus der Bewegung des Wassers gewinnen. Das Militär hofft, dass die Drohne länger einsatzfähig sein wird als andere derzeit verfügbare Unterwasserdrohnen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, von der Aufspürung gegnerischer U-Boote bis hin zum Transport von Waffen. Heute ist Weltpasswort-Tag. Experten nutzen diesen Tag, um auf häufige Probleme hinzuweisen. Zugänge, die nur mit Nutzernamen und Passwort gesichert sind, gelten als massiv gefährdet. Cyberkriminelle versuchen, bekannte Nutzernamen mit verschiedenen Passwörtern zu kombinieren, um unbefugten Zugang zu Diensten und Online-Angeboten zu erlangen. Experten raten daher zur Nutzung von Passwortmanagern und zur Aktivierung der Mehrfaktor-Authentifizierung. Eine weitere Lösung könnten Passkeys sein, die ein Gerät gegen einen Dienst authentifizieren und Phishing keine Chance mehr geben. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.